I only briefly seen maybe three times at least, but I saw it right away. I liked her better than the rest, with those big brown eyes that almost looked black. If you'd like to see me too, and she said that is something I'm looking forward to. Thank you so much. Ja, das war jetzt richtig gute Musik und ich bin Studentin hier in Würzburg und immer auf der Suche danach, nach Live-Musik auch gerade, weil ich das auch selber liebe und gerne mache. Und das ist ein ganz besonderes Stadtfeeling und deswegen will ich diese Woche überhaupt mal gucken, was es hier so an Musik gibt, Live-Musik in Würzburg. Jetzt schauen wir mal, was mich so erwartet. Meine erste Station ist das Umsonst- und Draußen-Festival. Hier ist ja echt jede Menge los. Wow. Jetzt bin ich endlich auch umsonst und draußen und ich freue mich schon mega auf die Live-Musik. Ich glaube, es wird richtig, richtig cool. Deswegen, ja, auf zur Bühne, würde ich sagen. Das Umsonst und Draußen Festival gibt es seit 32 Jahren. Auf den Talavera-Mainwiesen kommen jedes Jahr verschiedenste Bands zusammen, ganz ohne Eintrittspreise. Diese Band ist etwas ganz Besonderes. Sie vereint deutsche und syrische Musik. Was genau das heißt, haben mir die Jungs vom Revier vor ihrem Auftritt verraten. Das ist eine ganz wilde, verrückte, energetische, krasse Mischung. Es geht hier um pure Emotionen und Energie, würde ich mal sagen, ja. Mit ihrer Message wollen sie den Leuten etwas mit auf den Weg geben. Egal, wo sie herkommen, wie sie ausschauen, was bei den Menschen so los ist, sondern es ist einfach wichtig, dass wir alle gleich sind. Das ist uns allen sehr wichtig, ja. So, ich habe mir jetzt erstmal was zu essen geholt, weil das Ganze hier finanziert sich nämlich darüber. Also jetzt nicht im Speziellen über Bratwurst oder so, sondern über Essen und Trinken. Weil umsonst und draußen, irgendwoher muss das Geld ja kommen. Und in diesem Sinne, guten Appetit. Außerdem kommen die Einnahmen über die Stände der Aussteller. Aber mehr erzählt mir hoffentlich Ralf Duggen, der Organisator des Umsonst und Draußen. Die Haupteinnahmequelle dürften die Getränke sein, also der Getränkeverkauf und der Getränkeumsatz. Aha. Und dann gibt es natürlich noch etliche andere größere und kleinere Einnahmequellen. Ein paar Zuschüsse, öffentliche Förderungen, ein paar Sponsoren, die Ständler, also Basar wie Essensstände, die eine Standgebühr zahlen. Angefangen hat das Ganze natürlich wesentlich kleiner, aber die Grundidee ist geblieben, eben ein kostenloses Festival, wo man einfach so neugierig hingeht und das eine oder andere für sich entdeckt. Vielen, vielen Dank, Dankeschön! Jetzt bin ich auf dem Weg zur nächsten Station. Da erwartet mich gleich eine ganz andere Art von Live-Musik. Wer Lust auf Karaoke hat, kommt hierher. Ich bin jetzt heute im Till Eulenspiegel, eine ganz alte, ganz urige Kneipe. Und hier kommen besonders gerne Studenten her, aber auch ältere Leute. Also es ist quer durchgemischt. Und ich habe das Glück, dass ich heute mal ein kleines Interview führen darf, und zwar mit dem Herrn Irl. Erzählen Sie mir mal, was ist für Sie das Besondere hier im Eulenspiegel, also ganz persönlich? Einfach das Ambiente, das Flair. Wenn der Laden voll ist, kommst du dir so ein bisschen vor wie in einem kleinen Dorf. Die Familie hat das in Eigenarbeit zum größten Teil alles selber gemacht. Übers Land gefahren worden, sind Scheunen gesucht worden, diese kleinen Fenster und die ganzen Nischen, das ist alles zusammengetragen worden.
Der Bierkeller hat schon seinen ganz eigenen Charme. Aber auch das Entertainment ist seit Jahren Programm. Seit 15 Jahren am Start, ist mittlerweile Kult. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich weiß von keinem Laden, der noch Karaoke in Würzburg anbietet. Und wenn, dann sind es Einzelveranstaltungen. Aber wir sind wirklich jeden Dienstag am Start, aus im August. Und jetzt will ich es auch mal ausprobieren. Na, ob das klappt? Und damit endet mein Besuch im Eulenspiegel. Meine musikalische Suche durch Würzburg führt mich nun zum Jazz. Die Musik, die mit Saxophon und experimentellen Beats verbunden wird, hat in der Theaterstraße einen ganz besonderen Platz. Heute geht's in Omnibus. Ich freue mich schon mega. Heißt, es soll Deutschlands älteste Jazzkneipe sein. Also richtig gute Musik und Tradition gibt's auch. Deswegen schauen wir mal, was mich so erwartet. Die Band von Nico Theo hat mir erzählt, was für sie moderner Jazz bedeutet. Es kann sowohl sehr traditionell weiterhin geprägt sein, gerade auch in Amerika zum Beispiel gibt es eigentlich alles von dem sehr traditionellen, verwurzelten bis hin zu dem wirklich spacigen, abgefahrenen. Jazz ist anders und seit Beginn fester Bestandteil des Omnibus. Deshalb habe ich Thomas Lutze, den Booker des Lokals, gefragt, was er mir dazu sagen kann. Ja, ich wollte mal einfach wissen, was du so zu erzählen hast über den Omnibus. Was ist denn für dich das Besondere hier? Ja, der Omnibus ist der älteste noch existierende Live-Club hier in Würzburg. Also die älteste Live-Location. Ja. Besteht jetzt seit 1970. Das heißt, im Januar feiern wir 50 Jahre. Meine Tour in Würzburg auf der Suche nach Live-Musik begonnen und kann jetzt sagen, die Stadt bietet fantastische Möglichkeiten für die verschiedensten Geschmäcker. Und ich freue mich auch schon auf das nächste Event. I'm sorry for all the cigarette butts. I threw out of the window of that old steaming bus. All the way to Spain and on the whole way back. Sorry makes no sense, but I do feel regret. We drink wine all the time, but it's like blood from the earth. Cause it makes us even care less about the truthful earth. It's all about ourselves, these straight nature for concrete. And let's get on our feet and give trees another heartbeat. Cause this world is crying. Yeah, this world is dying.